Nick geht einkaufen. Haha, du entkommst mir nicht. Nick? Hä? Nick, würdest du für mich etwas einkaufen? Ja, natürlich. Hier, bitte kaufe 3 Büchsen Erbsen, die gleichen wie vorige Woche. Ein Päckchen Kaffee, Herr Campani weiß schon, welche Sorte. Und 2 Kilo Mehl. Wirst du das behalten? Kannst dich auf mich verlassen, ist fast schon erledigt. Ich hab da einen tollen Trick, dass ich nichts vergesse. Ach, und trödel unterwegs bitte nicht. Nein, Mama! Drei Büchsen Erbsen wie vorige Woche, ein Päckchen Kaffee, Herr Campani weiß welche Sorte, und 2 Kilo Mehl. Ganz leicht. Hey, Nick! Hä? Hallo, sieh mal, ich habe ein neues Rennrad. Wow, das ist aber echt super. Hat mein Vater mir für meine Note im Rechnen geschenkt. Aber du hattest doch von allen die schlechteste Note. Kann sein, aber die war schon viel besser als die davor. Oh. Hol doch deins, dann können wir Wettfahren machen. Ich habe keine Zeit, ich muss zu Herrn Campani. Steig hinten auf, dann bist du viel schneller da. Los geht's! Was sollst du denn alles einkaufen? 2 Päckchen Mehl, Herr Campani weiß welche Sorte, 2 Kilo Kaffee wie vorige Woche und 1 Büchse Erbsen. Oh, du bist stark. Wie behältst du das alles bloß? Ach, ganz einfach. Ich sag's mir immer vor. Ein toller Trick, damit man alles behält. Das mache ich auch immer mit dem Unterrichtsstoff. Aber eine 6 kriege ich trotzdem. Meine Güte. Guten Tag, Herr Hühnerfeld. Sie haben wohl einen Platten? Ja, ich bin in einen Nagel gefahren. Nicht gerade geschickt. Das kommt davon, wenn man nicht richtig aufpasst. Mein Vater sagt immer, bloß nicht mit Gewalt. Haben Sie den Wagenheber richtig drunter? Jetzt reicht es aber. Lasst mich in Ruhe arbeiten. Oh. Ah, ich wusste es doch. Der stand nicht richtig drunter. Tut mir leid, wir lassen Sie jetzt lieber alleine arbeiten. Ich muss dringend was einkaufen. Was ist denn, Klodwig? Mist, ich habe einen Platten. Das kommt nun mal davon, wenn man nicht richtig aufpasst. Tut mir ja leid, aber jetzt kann ich dich nicht mehr zu Campani fahren. Das macht doch nichts, ist ja auch nicht mehr besonders weit. 2 Büchsen Erbsen, 2 Päckchen Kaffee. 2 und 2, kann man sich leicht merken. Das zählt nicht, das war zu doll. Aber trotzdem musst du den Ball holen gehen. Nein, du Lusche, es war nicht meine Schuld, du hast zu doll geschossen. Hey, vermisst ihr den Ball? Toll, Nick, du kommst gerade recht. Wir brauchen noch einen Spieler, um 2 Mannschaften zu bilden. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Ach komm schon, bleib ein bisschen. Wir brauchen deinen starken Schuss. Na gut, einverstanden, aber nicht zu lange. Ja! Ja! Das zählt nicht. Das war viel zu hoch. Du spinnst doch wohl, was? Der war voll drin. Nein, du Lusche. Der Ball war 2 Meter über meiner Hand. So ein Quatsch. Sag das noch mal. Na, und ob ich das noch mal sage? Wie wär's, wenn ihr uns helft, den Ball zu suchen? Das ist unglaublich. Wo ist der Ball hin? Sehr schlau. Warum hast du überhaupt so hoch geschossen? Ja, gute Frage. Hey, ich habe ihn gefunden.
Wir warten bis morgen, dann haben wir ihn wieder. Augenblick, es ist offen. Wartet, da ist Hühnerbrühs Auto. Das heißt, dass er in der Schule ist. Dann gehst du alleine da rein. Immerhin ist es doch dein Ball. Ja, aber Nick hat ihn in den Hof geschossen. Also muss er ihn holen. Es sei denn, er hat Angst davor. Du wirst schon sehen, ob ich Angst habe. Platz da, ich bin auf dem Weg. Hä? Oh la la. Jetzt habe ich mich auch noch schmutzig gemacht. Hä? Was zum Teufel ist mit diesem Tor los? War wohl der Wind. Hier, dein Ball. Hey Mann, wie hast du es geschafft, dem Hühnerbrü zu entkommen? Ich war geschickt wie ein mutiger Indianer. Du meinst wohl, du hast dich verkrochen, du Feigling. Wir schießen ihn mal noch mal rein und du zeigst uns, wie du es machen würdest. Ganz unmöglich. Warum nicht? Du bist doch so mutig. Ich brauche ein Kostüm, um ein echter Indianer zu sein. Ach ja, mit den Federn auf dem Kopf siehst du eher aus wie ein Huhn, nicht wie ein Sioux. ein Huhn. Meine Mutter soll mir bei Campani ein Huhn kaufen. Mist! Campani, ich habe die Einkäufe vergessen. Guten Tag, Nick. Was möchtest du? Etwas, das meine Mutter vorige Woche gekauft hat. Ja, ich erinnere mich. Sie hat bei mir 2 Packungen Waschpulver gekauft. Ja, genau, 2. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Oh nein, mein Geld. Vielleicht liegt es hier irgendwo? Nein, ich muss es wohl vorhin in der Schule verloren haben. Was hast du, Nick? Was machst du denn für ein Gesicht? Ich sollte für meine Mutter Waschpulver kaufen gehen, aber ich habe das Geld leider verloren. Meine Mutter hat eine Menge Packungen. Wenn du willst, kann ich dir 1 oder 2 geben. Wirklich? Du bist echt nett. Aber du musst Annemarie dafür schieben. Du spinnst doch wohl, was? Das ist doch was für Mädchen. Dann eben nicht. Sieh zu, wie du mit deinem Waschpulver klarkommst. Hey! Nein, warte! Hä? Aber wir gehen, wie ich will. Ich kenne einen guten Weg. Findest du nicht auch, dass Nick das mit dem Kinderwagen sehr geschickt macht? Na und wie? Seht mal, da ist Nick! Er hat gesagt, er geht einkaufen. Na klar, aber in Wirklichkeit wollte er mit Puppen spielen. Nein, das stimmt nicht. Dann zeig uns mal deine Einkäufe. Ja, jetzt geht's ab. Pass auf seine Linke auf, Max. Was ist das? Darf ich mal probieren? Mann, also das wirst du mir büßen. Halt! Nein! 2 gegen 1, das ist doch nicht fair. Hört sofort auf, euch zu hauen, sonst müsst ihr alle nachsitzen. Montag früh, 0. Stunde. Hat einer von euch zufällig das hier verloren? Ja, ich. Ich sollte Waschpulver kaufen. Du schreibst mir bis morgen 100 Mal, ich darf nicht in die Schule gehen, wenn die Schule geschlossen hat. Hast du verstanden?
Haben Sie schon wieder einen Platten? Ich kann Ihnen helfen. Mein Vater hat mir gezeigt, wie das geht bei meinem Fahrrad. Aber ich brauche doch kein Waschpulver. Du hast dich geirrt. Nein, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts dafür, wenn du deine Meinung geändert hast. Und, was gibt es zu essen? Waschpulver, bitteschön. Hör mal, Nick, deine Mutter sieht müde aus. Wir machen ihr eine Freude und kaufen Blumen für sie. Gute Idee. Ich kann sie kaufen, wenn du willst. Kauf 10 Margeriten, 6 Tulpen, 3 Rosen, wie letztes Mal. Behältst du das? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe einen tollen Trick, damit ich nichts vergesse beim Einkaufen. Puppenvater für einen Tag. Spion, Nick? Entschuldige, Marie Hedwig. Ich wollte nur wissen, was du machst. Ich hoffe, es hat dir wenigstens gefallen. Ja, du tanzt echt super. Das ist wahr. Mein Lehrer sagt, dass ich sehr begabt bin. Später werde ich mal Tänzerin und tanze auf allen großen Bühnen. Kann ich mir das mal ansehen? Ja, und dann musst du dich auch nicht verstecken. Komm mit, die Vorstellung ist noch nicht zu Ende. Hier, setz dich zwischen Rosa und Oscar. Hä? Ja, Annemarie, Papa nimmt dich auf die Knie. Dann kannst du besser sehen. Wenn die Kumpels mich sehen könnten, ich mache mich echt zum Affen. Ah. Du siehst doch, dass Annemarie weint. Worauf wartest du? Zieh sie um. Was denn? Ich? Wer denn sonst, du Dummkopf? Ich kann es nicht machen. Ich bin mitten in der Vorstellung. Dann wartet sie, bis Schluss ist. Wenn du ein guter Vater wärst, würdest du die Windeln wechseln. Aber ich will nicht mit Puppen spielen. Ich will sehen, wie du tanzt. Wenn du die Vorstellung sehen willst, musst du mitspielen. Nein! Annemarie! Mach, dass du rauskommst! Sofort! Bist du mir immer noch böse wegen gestern? Ja, du fühlst dich wirklich auf wie ein Wilder. Das war doch nicht weiter schlimm, das ist doch nur eine Puppe. Na und? Du hättest sie verletzen können. Ja, ist ja gut, entschuldige. Wenn man sich bei einer Dame entschuldigt, dann schenkt man ihr Blumen, mein lieber Freund. Ist es jetzt gut? Verzeihst du mir? Vielen Dank. Aber du musst dich auch bei Annemarie entschuldigen. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ganz wie du willst. Ja, ist ja gut. Es tut mir leid wegen gestern, Annemarie. Versprichst du, dass du jetzt nett zu ihr bist? Ja. Dann beweis es. Wie denn? Du passt einfach den ganzen Tag auf Annemarie auf. Das ist doch ein Witz, oder? Nein, ein Test. Und wenn du den meisterst, dann darfst du auch zusehen, wie ich tanze.
Gut, einverstanden. Diesmal. Aber eins sag ich dir gleich. Ich wechsle nicht ihre Windeln. Beeil dich, Nick. Wir spielen Fußball. Ludwig hat seinen Ball mitgebracht. Ich komme sofort. Ich lass dich jetzt bei Papa, mein kleiner Liebling. Sei schön brav. Ich brauche sie für die Tore. Warum nimmst du denn nicht die von Otto? Du spinnst doch wohl, was? Da drin ist mein ganzes Essen. Na, dann nimm doch die von Ludwig. Die ist immer leer. Nein, du Spielverderber. Wenn du deine dafür nicht hergibst, warum soll ich dann meine hergeben? Ja, er hat recht. Und wenn das so ist, dann nehme ich meine wieder zurück. Stell deine Tasche sofort wieder dahin, wo sie eben gestanden hat. Sonst gibt's eine auf die Nase. Wenn du das tust, ziehe ich dir ein paar mit der Tasche über. Na, das möchte ich sehen. Hey, sie prügeln sich! Genug jetzt, ihr beiden! Ich werde euch lehren, euch zu prügeln. Los! In Ordnung. Wir können jetzt meine Tasche nehmen. Eine Sicherheitsnadel. Entschuldigen Sie, ich gehe durch alle Klassen und frage nach, wer die im Hof vergessen hat. Na los, wer spielt hier mit Puppen? Ich würde sagen Adalbert. Nein, das ist nicht wahr. So, sie gehört also niemandem. Aber ich kenne sie. Das ist die Puppe von Marie Hedwig. Und sie heißt Annemarie. Ja, das stimmt. Annemarie, das steht da. Und was hat die auf dem Hof gemacht? Vielleicht war es eine von ihren Freundinnen und hat sie ihr Spaß dahin gelegt. Wenn Sie wollen, Herr Hühnerfeld, kann ich sie ihr zurückgeben. Sag mal, Georg, kann ich Marie Hedwig die Puppe zurückgeben? So? Und aus welchem Grund? Naja, also ich habe die Puppe aus Spaß in den Hof gelegt. Lügner, du willst doch bloß so tun, als ob du sie gefunden hast. Ist mir egal, wenn du mir nicht glaubst. Gib sie her. Nein! Hey, seht mal! Nick und Georg spielen jetzt mit Puppen. Hä? Oh Mist! Da dir so viel daran liegt, kannst du ihr die Puppe doch zurückgeben. Guten Tag, Marie Hedwig. Hallo, Jungs. Na, Nick, wie war's? Hat Annemarie nicht so viele Dummheiten gemacht? Nein, geht schon. Schön. Würdest du sie mir wiedergeben? Jetzt? Im Ernst? Ja, wieso? Wolltest du sie behalten? Du hast sie mir doch für den ganzen Tag gegeben. Der ist noch nicht vorbei. Das macht nichts. Du hast den Test schon bestanden. Lass sie mir noch ein bisschen, ja? Ich wollte ihr noch bei den Hausaufgaben helfen. Ich hätte nicht gedacht, dass du deine Aufgabe so ernst nehmen würdest. Mama! Nicht so laut, sie ist bei einer Freundin. Aber sie muss mir helfen, den Arm wieder anzunähen. Spielst du jetzt mit Puppen? Nein, die gehört Marie Hedwig und die ist sauer, wenn ich sie nicht wieder ganz mache. Keine Sorge, deine Mutter wird sich nachher darum kümmern. Aber es eilt und ich kann nicht warten. Oh, das fängt an, mich aufzuregen. Du siehst doch, dass ich meine Zeitung lese. Und ich kann außerdem nicht nähen. Aber das ist doch sicher einfach mit der Nähmaschine. Gut, einverstanden. Ich versuche es mal. Hm.
verstehe ich nicht. Das müsste doch gehen. Hm. Mist, Marie Hedwig! Na! Marie Hedwig, was willst du denn? Na, ich will Annemarie abholen. Ist sie da? Kann sie nicht noch zum Abendessen bleiben? Dann zeige ich meiner Tochter mal, wie toll ich kochen kann. Schluss mit dem Spiel. Gib mir sofort meine Puppe wieder. Ja, ist ja gut. Geh nach Hause. Ich bring sie dir rüber. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Ich warne dich. Wenn Annemarie etwas passiert ist, dann spreche ich nie wieder mit dir. So, und jetzt lass mich durch. Sieh mal, Annemarie, wer da ist. Da ist Mama. Siehst du? Kein Grund, sich aufzuregen. Ja, Verzeihung. Ich habe geglaubt. Hättest du vielleicht Lust auf eine neue Tanzaufführung? Ja, das wäre toll. Sag mal, ist dein Vater nicht etwas zu alt, um mit Puppen zu spielen? Ja. Hey, Nick. Wir gehen spielen auf dem Bolzplatz. Kommst du mit? Tja, nein. Marie Hedwig hat mich eingeladen. Er ist verliebt. Oh, ich liebe dich, Marie Hedwig. Oh, was bin ich doch verliebt in dich. Oh. Was soll denn das Affentheater? Ich liebe dich auch ganz doll, mein Nick. Hör jetzt auf, Mann. Hey, seht mal. Marie Hedwig tanzt gerade. Ich und verliebt, dass ich nicht lache. Als ob man in ein Mädchen verliebt sein könnte. Thank you.